Und hallo Leute, mein Name ist FreshG und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute habt ihr endlich mal wieder League of Legends im Hintergrund. Ich spiele hier eine Runde in diesem Urf-Modus, der ja zum 1. April bis zum 13. April wieder ganz aktuell ist. Macht richtig, richtig Laune. Und weil es ja da auch immer wieder zu irgendwelchen komischen Situationen kommt und vor allen Dingen auch manchmal wirklich haushoch verloren wird, wollte ich mal ein bisschen über League of Legends quatschen, beziehungsweise über Leute quatschen, die eine ganz bestimmte Haltung gegenüber von League of Legends haben. Viele sind eher so die Typen, die sagen, ich mag Smite mehr oder ich mag Dota mehr und ich habe auch überhaupt kein Problem damit. Aber viele Leute haben Probleme damit, wenn man selber sagt, dass man League of Legends spielt. Klar, es gibt auch League of Legends Spieler, die behaupten, dass Dota und Smite Spieler doof sind, aber das ist jetzt nicht unbedingt das Thema, sondern die Einstellung von vielen, vielen Leuten gegenüber den Spielen ist für mich ein ganz, ganz großes Problem. Zum Beispiel, viele Leute glauben immer noch an die Elo-Hell. Das kann in Dota der Fall sein, in Smite oder auch League of Legends. Zur kurzen Erklärung, früher war die Elo sozusagen das, was euch in einer Rangliste bewertet hat. Das kommt aus dem Schachsport und wurde auch in League of Legends so angewandt. Und je nachdem, wie hoch deine Elo war, umso besser warst du in dem Spiel, in der Rangliste weltweit sozusagen. Und viele Spieler sagen, man kommt aus einer gewissen Elo nicht raus, also aus einer niedrigen Elo, weil die Mitspieler scheiße sind. Das Ding ist aber, die Elo-Hell ist eine Lüge. Und zwar glauben nur diejenigen daran, die eine ganz bestimmte Einstellung dem Spiel gegenüber haben und auch sich selbst gegenüber haben und dem eigenen Skill. Das heißt, dem eigenen Können. Viele Leute machen nämlich schon vor dem Spiel den Fehler und sagen, wenn ich nicht den Champion bekomme, den ich kann, dann wird das Spiel scheiße und dann sind meine Teammates dran schuld, dass ich nicht den Champion spielen konnte oder die Rolle oder Position spielen konnte. Das ist schon mal der erste Fehler, den ihr vor dem Spiel vermeiden könntet, falls ihr so einer seid oder falls ihr Leute habt, die in eurem Team so denken, dann müsst ihr denen es unbedingt sagen. Viele Fehler werden dann auch in dem Spiel gemacht, und zwar, dass viel zu früh aufgegeben wird. Und deswegen habe ich auch dieses Gameplay genommen, auch wenn es ein Urf-Gameplay ist. Es zeigt doch, dass wenn man nicht aufgibt, so wie ganz am Anfang, wurden wir übelst in unserer Base gecampt und hatten eigentlich keine Chance mehr richtig rauszukommen, habe ich dann die Botlane durchgepusht und somit wurde das Spiel ein bisschen, ja, das Blatt hat sich ein bisschen gewendet. Und man merkt auch, das Team, so wie es jetzt spielt, ist nicht zu vergleichen mit dem Team, was am Anfang gespielt hat, obwohl es ja das gleiche ist. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, ändert eure Motivation, ändert eure Einstellung und dann könnt ihr auch besser werden. Und das betrifft noch nicht mal nur League of Legends, sondern viele, viele, viele Dinge im Leben. Und das möchte ich euch einfach mal so mit auf den Weg geben. Geht nicht zu früh auf und versucht euch nicht von anderen negativen Leuten mitreißen zu lassen. Und dann klappt es vielleicht auch mit Diamond oder sonst was. Ich hoffe, euch hat das ganz kurze Video gefallen. Ich freue mich darüber, dass viele, viele Leute sagen, dass das neue Design von unserem Channel cool ist. Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao Leute!